Er hat einen schweren Verkehrsunfall gegen 10 Uhr gemeldet bekommen, bei dem es sich um Alleinunfall gehandelt hat. Und es war bekannt, dass 2 schwer verletzte Personen an einem Unfall beteiligt gewesen sind. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Alleinunfall, also entweder ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt. Den technischen Defekt werden wir überprüfen lassen durch einen Gutachter, deswegen das Fahrzeug ist sichergestellt, die Viper. Und, aber 3 unabhängige Zeugen haben halt gesagt, er kam plötzlich ins Schleudern und ist halt in die Mittelschutzplanke kollidiert. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße feucht. Ohne Regen, aber feucht. Also ein leichter nasser Film drüber. Die Reifen des Fahrzeugs waren nicht mehr im allerbesten Zustand. Die waren noch im gesetzlichen Rahmen, aber ganz, ganz knapp am Rahmen. Und das in Verbindung halt mit dem PS und dem Heckantrieb, denke ich, könnte man da eine Ursache haben. Von Verletzungen, also soweit uns jetzt im Moment ist bekannt, dass der Fahrer verstorben ist. Er hatte schwerste Kopfverletzungen und der Beifahrer ist schwerst verletzt, in ein Krankenhaus nach Frankfurt im Hubschrauber transportiert worden.